Hi Leute und willkommen zu The Last of Us Left Behind, dem Add-on für das Hauptspiel, das auf der PS4-Version standardmäßig mit enthalten ist, das die Vorgeschichte so ein bisschen, ein kleines Kapitel, ein wichtiges Kapitel der Vorgeschichte von Ellie erzählt. Und das werden wir uns jetzt noch anschauen, die nächsten Folgen. Und dann sind wir alle so gehypt auf den zweiten Teil wahrscheinlich, dass der echt mal kommen sollte. Was? Der zweite Teil sollte kommen. Sind das Fireflies? Oh! Was sind das für Typen? Schlag! Bleibt sofort stehen! Joel! Leg den Arm um mich! Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel! Hier! Steh auf, steh auf, steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel! Riley? Au, voll auf die Hüfte. Was soll das? Ich dachte, ich werde gebissen. Ich weiß, das war echt witzig. Du bringst mich jetzt nicht um, oder? Ich hab dich lang nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, wie lange. 45 Tage? Ja, 46 eigentlich. Willst du wissen, wo ich so war? Die ganze Zeit über dachte ich, du wärst tot. Ja. Hier. Schau mal. Das gibt's nicht. Immer noch allein hier? Ich musste 3 Jahre unter Liz schlafen und du weißt, sie riecht verdammt übel. Du bist ein Firefly. Du hast das immer noch. Was? Was machst du da? Ich will nicht mit einem Firefly im Zimmer erwischt werden. Ganz ruhig. Da sind weit und breit keine Soldaten. Hier. Glückwunsch. Hey. Ist alles gut? Ob alles gut ist? Ich bin verschwunden und du bist sauer. Tja. Und ich schulde dir eine Erklärung. Lass uns abhauen und ich erzähl dir alles. Es ist fast morgen und ich hab Kampftraining. Du weißt schon, wir lernen Fireflies zu töten. Zieh das an und lass uns gehen. Ich bin so dumm. Na komm schon. Sind wir schon mal in Schwierigkeiten geraten? What could possibly go wrong? Mist. Komm schon, na los! Scheiße! Oh nein, dich! Okay, ich dreh dich auf die Seite. Oh nein. Das sollte uns Zeit geben. Ich suche was, um das zu nähen. Okay? Kellis, pass auf ihn auf. Ah.
Ich bin bald zurück. Versprochen. Das heißt, wo muss ich hin? Was wollen wir denn machen? Wollen wir... Ich schätze mal, wir suchen Medikamente, Verbandszeug, Nadeln und sowas. Candy Shop. Nein. Ich glaube, in Candy Shop. Ich meine, Zucker? Weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht schlecht. Energieschub. Eher für uns vielleicht als für ihn. Ich weiß es nicht. Wollen wir nicht mal in die Kisten schauen? Das sieht irgendwie aus, als wäre das was Offizielles. Vielleicht wurden hier... So Supply Drops oder so. Nein, wir schauen nicht in die Kisten. Okay, alles klar. Ich glaube, ich schleich mal erst, wenn Gegner kommen. Ich hoffe, wir wissen, wir werden vorgewarnt. Aber ich denke schon, dass wir vorgewarnt werden. So, ich schätze mal, wir müssen jetzt dann gleich in die obere Etage. Denke ich. Ich muss jetzt da mal gucken, wo die sich jetzt ihr Lager gesucht haben. Vielleicht ist ja auch... Würde mich nicht wundern, wenn der Laden irgendwie so ein bisschen Aussagekraft hätte. Swirls Frozen Joghurt. Jetzt weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob da jetzt eine versteckte Botschaft dahinter steckt. Hinter Frozen Joghurt. Was soll uns das bedeuten? Es ist Winter. Es ist kalt. Joel ist nur noch Joghurt im Kopf. Durch den Blutverlust. Und er friert. Macht alles Sinn. Play here. Nur wenn es da draufsteht, kann man wohl nichts dagegen machen. Nein, es geht nicht. Gemeinheit. Oh oh. Oh Mist. Ich höre Ghule. Damit meine ich Klicker und anderes Gesindel. Oh oh, ich habe nichts von niemanden. Wir haben aber ihr unzerstörbares Messer, immerhin. Na gut. Dann werden wir mal schauen, dass wir... Also irgendwie ein bisschen Ressourcen wäre schon nicht schlecht, wenn ich wenigstens einen Stein oder eine Flasche hätte. Aber so gar nichts haben, finde ich schon ein bisschen krass. Ha, na gut, aber hier ist scheinbar auch noch nichts. Vielleicht können wir uns den Bogen da nehmen. Den Steinbogen oder Eisenbogen mit den Eisenpfeilen. Das wäre ziemlich gut. Mensch, hier wurde aber alles dry gepickt, oder? Hier ist überhaupt nichts. Hier ist überhaupt nichts mehr. Da wurde alles komplett leer geplündert. Und da ist ein Schloss mit einer Zahlenkombination. Verriegelt. Kombination erforderlich. Weston Apotheke. Das klingt doch gut. Ah ja, eine Apotheke klingt tatsächlich gut. Da hat sie recht. Und den Ziegelstein haben wir jetzt auch. Für den Fall, dass auf einmal... Pilzis kommen. Zumindest können wir da rein. Hallo? Irgendwelche Pilzis hier drin? Bis jetzt noch nicht, aber die kommen bestimmt, wenn ich dann am wenigsten mit denen rechne. Holen wir uns mal eine Special Cola, oder? Ha, ich höre Geräusche, aber vielleicht bilde ich es mir nur ein. Was haben wir denn da? Oh oh, das ist bestimmt, das fällt runter und ist laut. Was zum Henker? Die Pillen geschluckt und die Dose dagelassen? Ach. Oh Mann. Dann nicht. So, was haben wir da oben? Alles ist so eingeklemmt. Ganz komisch. Irgendwas? Zumindest ein Buch. Nimm doch das Buch mit. Oder was ist denn das? Ich hab mich jetzt interessiert, was das ist. Tja. Ah, hier ist noch was.
Anscheinend was... Natürlich. Alles ausgeräumt. Ja. Was Ekelhaftes wollte ich sagen, aber vielleicht war das auch nur ein Ausdruck des Genervtseins von ihr. Aha, eine halbe Schere. Immerhin. Immerhin. Und ein Brief. Und zwar mit der Kombination für den Candy Shop. Nee. Apotheker. Vielleicht hat er was bei sich. Doch, da unten ist eine Kombination. 35, 30, 31. Der Apotheker ist verrückt geworden und hat mich angegriffen. Habe ihn ziemlich schwer getroffen. Er ist bewusstlos. Habe ihn in den American Princess Laden nebenan eingesperrt. Na, ausgezeichnet. Wunderbar. Wollen wir... Boah, hat er mich jetzt erschreckt hier. Du bist ja bescheuert. Gerade lese ich noch was von dem verrückt gewordenen Apotheker und auf einmal steht da einer hinter mir und lächelt mich an. Oh, komm schon. Ah. Ein Verbandskasten. Wie zum Teufel komme ich da rein? Wahrscheinlich mit dem Schlüssel vom Apotheker. Und der Apotheker ist da hinten, wo wir jetzt die Kombination haben. Der ist aber leider ein Klicker. Und wir haben noch nichts, mit dem wir uns gegen den wehren können. Außer vielleicht ein Stealth-Kill. Naja, ich habe ein bisschen Angst. Los geht's. 35 rechts, 30 links, 31 rechts. Hat funktioniert. Oh, und hier drin sind Sporen, wie sonst noch was. Yep. Wenn du die Absicht hast, mich anzufallen, dann mach's doch einfach. Ja, finde ich auch gut. Dann haben wir es hinter uns nämlich. Na komm, wo ist er denn? Oh, ich kann sagen, wo er wahrscheinlich mutiert ist und dass er schon in einem höheren Stadion ist, weil das ist schon... Ui, 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 ui. Ui, da ist er. I have a bad feeling. Aber der ist schon so lang hier drin, vielleicht ist der schon... Vielleicht ist der einfach schon weg. Weg vom Fenster. Ganz cool bleiben. Cool bleiben. Zack. Okay. Schlüssel. Apotheke. Los geht's. Ha. Denk an mich, während ich fort bin. Ich werde dich vermissen. Aber nicht zu sehr. Laura. So, ich würde mich gerne noch ein bisschen hier im Pilzhausen umschauen. Weil im Gegensatz zum Hauptspiel waren die hier mit Loot sehr sparsam. Und ich glaube wirklich, dass wir alles, was wir finden können, auch brauchen können. Oh nein. Ui, 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 ui. Jetzt haben wir den Salat. Wo kommst du denn her? Hä? Meint ihr, wir können Stealth killen? Mit ihr? So ein Klicker? Ich glaube schon. Gut. Hey! Dafür kriegen wir sogar ein bisschen Flüssigkeit, ein bisschen Alkohol. Sehr gut. Können wir brauchen. So. Jetzt aufpassen. Und dann machen wir da hinten mal die Apothekentür auf. Apothekentür! Ich komme! Vielleicht erst ein bisschen umsehen. Nicht. Also. Frustrierend. Ich hätte trotzdem. Ich wäre nicht so laut und würde erstmal die dunklen Ecken ausleuchten. Ein Militärhubschrauber. Du bist bescheuert. Da muss irgendwas drin sein. Oh Mann, ey, Ellie. Bist du eigentlich blöd? Ist hier unglaublich laut? Wo sie doch wissen müsste, dass das Lärm das einzige ist, auf das Klicker noch reagieren. Und guckt sich nicht um, bevor sie in diese Kiste guckt. Mensch.
Mensch, ey. Ohne Witz. Bisschen vorsichtiger beim nächsten Mal. Kaum hab ich mal 5 Minuten nicht die Kontrolle über dieses Kind. Ah. Muss ich nur Sorgen machen. Gebe ich mal kurz den Controller aus der Hand und schon... Okay, ich setze über den Weg. Das geht nicht. Genau. Das wollte ich auch sagen. Das geht nicht. Dann gehen wir halt dadurch. Bei... Pixie Tag. Pixie Tag. Jetzt komme ich. Ist das ein Videospielladen? Ah, Kameras. Stuff. Dadurch. Ich gehe erstmal da hinten entlang. Ah, hier kann man auch durch. Pixie Tag. Kameras, aber sonst leider nichts sehr Nützliches. Schnee. Schnee ist auch schön, aber... Naja. Ist das Nagellack hier? Ja, so viel Nadellack. Okay, der ist wenigstens wirklich tot. Kein Nahtmaterial. Na, das hier muss rein. Na, immerhin. Immerhin sauberer. Naja, mehr oder weniger. Sagen wir immerhin Verband. Das mit sauberer lassen wir mal außen vor. Oberstabsfeldwebel Larry Caulfield ist heute Nachmittag heldenhaft gestorben. Wir flogen zurück zum Q-Set. Zur Quarantänezone. Wahrscheinlich. Als sich unser Patient verwandelte, es müssen Sporen gewesen sein, da keiner von uns einen Biss gesehen hat. Der Patient riss sich los und fiel unserem Piloten an. STFW Sean Brandon. Obwohl der Hubschrauber außer Kontrolle geriet, kämpfte Officer Caulfield gegen den infizierten Patienten und rettete unser Leben. Wir stürzten in einem Krankenhaus im ländlichen Colorado. Ach so, wir stürzten in ein Kaufhaus im ländlichen Colorado. Ich sollte mal richtig lesen. Gefreiter Eugene Ellis. Business ich. Durch irgendeinen komischen Twist, den wir jetzt noch nicht kennen, wurde irgendwann Eugene Ellis zu einem kleinen Mädchen und hat sich nur noch Ellie genannt. Officer Caulfield und ich waren die einzigen Überlebenden. Und das offensichtlich auch nicht besonders lange. Ach, wisst ihr was, das erinnert mich, das klingt für mich wie die Vorgeschichte von einem Resident Evil Teil, oder? Machen wir aus Caulfield Redfield? Und dann haben wir schon das kleine Team Überlebender. Der Sanitäter, der Superkämpfer und wahrscheinlich noch eine weibliche Person, die aber keinen Nutzen hat. Nein, das stimmt ja nicht bei Resident Evil. Da gab es ja schon immer, schon im ersten Teil, immer den männlichen und den weiblichen Protagonisten zur freien Auswahl. Sehr vorbildlich. So, Leute. Und jetzt würde ich sagen, beim nächsten Mal springen wir über dieses Geländer und schauen, was dann passiert. Ich habe ein bisschen Angst, aber mal schauen. Ciao. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us Remastered. Wir spielen... Los geht's. Ups. Das Ellie Add-on. Schnell! Hier rauf! Oh Mann! Das war knapp, was? Du warst schnell. Nicht schlecht. Danke. Na, komm jetzt. Weiter geht's. Wie hast du sie gefunden? Fireflies? Genau. Erinnerst du dich an den Firefly, den du gebissen und beklaut hast? Ja, ich erinnere mich. Das ist Trevor. Ich habe ihn auf der Straße gesehen und bin ihm gefolgt. Bis in diese Gasse und alle Fireflies lauerten mir auf. Sie nahmen mich mit in ihr Versteck. Zu Marie. Hattest du Angst? Schreckliche Angst. Ich dachte... Jetzt würde sie mich erledigen. Aber stattdessen sagte sie nur, das hat gedauert. Sie hat mich erwartet. Und sie hat aus
dir ein Feigenblatt? Sowas in der Art. Diese ganze Angstmacherei war ein Test. Sie wollte wissen, ob mich jemand beauftragt hatte. Oh. Und hat dich wer beauftragt? Wahrscheinlich. Oh. Hast du das Licht schon gefunden? Oh, ha, ha. Oh, tut mir leid. Ich wollte niemanden beleidigen. Und jetzt? Glaubst du jetzt an das Ganze? Ich weiß nur, dass ich keine Soldatin bin. Von wegen 30 Tage. Die Leute infizieren sich am laufenden Band. Verstecken das nur gut. Hast du noch mehr Infizierte gesehen? Um aufgenommen zu werden, bekam ich den Auftrag zum Töten von... uns lieber über... Mistdeckung! Na, zum Glück haben die grundlos rumgehupt. Ich verstehe die manchmal nur ganz schlecht, die beiden. Hey, tja. Vielleicht sollte ich auch ein Firefly werden. Ellie, das habe ich Marlene auch gefragt. Sie will, dass du sicher bist in dieser blöden Schule. Soll ich ja nicht mal sehen. Was geht sie das an? Sie hat Angst, dass ich dir Probleme mache. Zum Glück haben wir Untertitel. Hey, bist du noch das erste Mal hier? Was machen wir hier, Riley? Eine Überraschung für dich. Was? Ist es ein Dinosaurier? Vielleicht. Wenn es einer ist, mag ich dich wieder. Dann warte es doch einfach ab. Fever Dream. Vom ersten Blick, vom Stil her, hätte ich jetzt gesagt Pan's Labyrinth. Dawn of the Wolf. Okay. Ist das ein Alien oder ist das eine Parfümflasche? Vielleicht eine außerirdische Parfümflasche. Hallo? Wo bist du? Ah, da ist sie. Alles gut. Ich dachte schon, wir hätten sie verloren. So. Ist es zu... Ich glaube, dass Winston weg ist. Du weißt es? Ja. Weißt du, was passiert ist? Achso. Sie sagen, er ist vom Pferd gefallen. Herzinfarkt oder so. Ja. Tja, wie viele Leute sterben hier schon einen natürlichen Tod? Ich kenne keinen. Genau. Mal sehen, was noch da ist. Ernsthaft? Ist das Winston? Mann, der sah ja mal richtig gut aus. Bingo. Willst du? Logo. Vorsicht, das ist kein Bier. Bitte. Oh mein Gott. Bier, voll ekelhaft. Ich sag's ja. Prost, Winston. Das Zeug. Na komm. Die hat den Stöpsel nicht drauf gemacht und die Flasche war ganz sicher auch nicht leer. Hat die jetzt einfach in die Kiste mit Büchern geschüttet. Ah, Kinder. Was macht ihr denn? Und was ist mit Prinzess? Wahrscheinlich haben sie sie mitgenommen, als sie tot war. Armes Pferd. Sie hat bestimmt richtig Angst. Princess. Was denn? Habe ich sie angerempelt? Wollte ich nicht. Haben wir ein Ziel? Ich will jetzt endlich unsere Überraschung haben, Mensch. Ellie, hilf mir mal. Bin schon da. Oh, ich hasse es.
klingt nach einem Plan. Klingt gut. Vielleicht hier? Guck, ich habe einen anderen Weg gefunden. Hey, Riley. Ich helfe dir hier oben rüber. Vielleicht kriegst du sie von innen auf. Gute Idee. Cool. Twisted. Ich frage mich, was das für ein Laden war. Riley? Du Blödi, das war schon das zweite Mal. Wieso waren wir früher noch nie hier? Ich habe die perfekte Maske für dich. Riley. Perfekt. Siehst dir an. Ist das ein Wolfsmensch oder sowas? Setz sie auf. Warum ist die perfekt für uns? Ja, voll krass. Brüll mal. Ellie, echt? Du sollst brüllen! Okay, das brüllt mir nicht viel. Okay, schauen wir uns mal um. Ganz viel Plastikkürbisse. Ein Gladiatoren-Outfit. Cool. Das ist, glaube ich, von... Oder? Ich finde schon. Das ist so ein Kindheitstraum. Habt ihr nicht auch immer davon geträumt, allein in so einem Laden zu sein? Muss jetzt kein so ein Halloween-Laden sein, aber so ein Spielzeugladen. Und ihr könnt alles mitnehmen oder alles machen und alles benutzen, was ihr wollt. Ich habe mir immer gedacht, wenn ich so alleine eingesperrt werden würde in so einem Kaufhaus, das wäre awesome. Ich glaube, ich nehme mal die Zombie-Maske. Und? Wie sehen wir aus? Die roten Schuhe! Was hast du mit ihm gemacht? Hexe. Oh, weh, Toto! Was sollen wir nur tun? Oh, Mann. Der Zauberer von Oz. Schön. Vampire. Halloween war ja erst vor kurzem, ne? Nur ist schon wieder ein bisschen her. Ich hätte vielleicht die Folgen. Na, aber dann hätte ich gespoilt. Zeitlich ist es leider nicht ausgegangen, sonst hätte ich die Folgen während Halloween ausstrahlen sollen. Das wäre perfekt gewesen. Ausstrahlen. Was haben wir denn hier? Eine Angry Bird Mütze oder so? Was? Ich stehe voll auf Vampire. Yeah. Die steht voll auf Vampire. Yeah. Lass dich mal anschauen. Den Graf Dracula. Cool. Eigentlich heißt es Gräfin. Ich bin Gräfin Dracula. Ja. Oder eher Draculina oder so. Ich weiß nicht. Ich glaube, Dracula ist geschlechtsneutral. Hier, jetzt kann ich die Angry Bird Mütze nehmen. Oh, meine Katze randaliert im Hintergrund. Wie sehe ich aus? Entzückend. Cool. Die Bärenmaske ist cool. Triple Phoenix. 20% billiger. Cool. Die Maske ist echt schon gut. Was haben wir hier? Sexy Piratenkostüm. Sexy UFO-Kostüm. Sexy Skelettkostüm. Wahrheitsschädel. Stell ihm eine Frage, wenn du dich traust. Okay. Werden wir heute sterben? Nicht. So ein Quatsch. Du musst ihn umdrehen, du Genie. Oh. Das ist höchst unwahrscheinlich. Oh.
So ein Trost. Mehr Fragen? Werde ich jemals ein Videospiel spielen? Deine Chancen sind eher schlecht. Leck mich, Skelett. Noch eine Frage. Finde ich gut. Kriege ich vielleicht irgendwann mal Brüste? Die Geister schweigen. War ja klar. Tolle Geister. Kann man noch was fragen? Ich stelle jetzt mal eine Frage. Die Antwort, die dann kommt, ist für meine Frage und die, die Ellie gleich stellen wird, gleichzeitig. Ich muss mir noch eine Frage überlegen. Werde ich jemals... gelbe Schuhe besitzen? Bist du ein Arschgesicht? Ich bin todsicher, dass es so ist. Na, dann ist ja alles klar. Cool. Er ist ein Arschgesicht und ich werde gelbe Schuhe besitzen. Na gut, wird The Last of Us 2 absolut awesome? Werde ich wieder Auto fahren? Ich fühl's in meinen Knochen. Okay. Cool. Ich glaube, das heißt ja. Werde ich jemals aufhören können, Mario Odyssey zu spielen? Verlassen wir jemals diese blöde Quarantänezone? Die Antwort hängt in der Luft. Dann ist es möglich? Ha, das heißt, vielleicht werde ich jemals aufhören. Ach, das macht Spaß. Was fragen wir denn noch? Bist du Zuschauer, der das jetzt gerade guckt, bist du der Coolste überhaupt? Kriegen wir je unsere Wasserpistolen zurück? Der Geist sagt, ja. Und der Geist hat recht. Hörst du das? Wir kriegen unsere Wasserpistolen wieder. Die Wasserpistolen, lass sie gehen. Oh Mann, wie viel Sätze gibt's denn da? Das ist ja echt voll cool, wie viel die da eingesprochen haben dafür, oder? Kann ich ihre Teddybärenmaske haben? Wird Riley jemals besser im Poker sein? Ich kann nicht gut hören. Die Antwort ist nicht eindeutig. Ach, dann gibt's ja noch Hoffnung. Nö, das habe ich aufgegeben. Poker gehört dir. Okay, das war's. Das war's jetzt. Okay, das war's. Okay. Oh, Hilfe, ich habe hier gerade einen Kater, der auf mir rumklettert. Lass mich mal sehen. So. Lass mich mal sehen, hä? Oh, bitte. Ich bin ungefähr 10-mal witziger als du. Er sagt, nicht in diesem Leben. Hey, nicht ich. Skelettseher sagt das. Gut, Skelettseher kann ich mal. Du hättest Skelettseher wenigstens wieder schön hinlegen können. Das ist nicht fair dem Skelettseher gegenüber. Gibt's hier sonst keine Masken mehr? Ah, hier ist noch was, das man anklicken kann. Sowas kauft jemand? Ist mir zu hoch. Naja, ich schätze, das ist für dich einfach normaler Alltag. Wow, das war blöd. Ja, ist schon schön, oder? Ist schon schön gemacht. Das ist so natürlich und so sympathisch. Genau. Waren wohl ziemlich eng. Genauso stelle ich mir das vor, wie Jugendliche ihre Kindheit oder ihre Jugend in so einer postapokalyptischen Welt verbringen. Im Grunde fast wie heute, wenn man es so sieht. So, ich glaube, wir haben hier drin alles gesehen, alles angeklickt, alles gehört, oder? Ich gehe hier nochmal entlang. Nein, ich behalte jetzt auch die Vogelmaske. Weil die ist 20% reduziert. Da greifen wir zu. So, aber ich würde sagen, für heute machen wir jetzt erstmal Schluss und morgen gehen wir durch diese Tür. Macht's gut. Ciao.
Hallo und willkommen zu Angry Birds. Angry Birds hat ein ziemliches Upgrade bekommen, ist jetzt viel deeper, was das Gameplay angeht, und die Charakterentwicklung ist richtig gut. Und jetzt müssen wir uns mit einem Katapult durch diese Tür schießen. Hi-ya! Ich habe eine Idee. Siehst du die Autos da unten? Nope. Ja. Das rote ist deins, meins das blaue. Wir werfen Ziegelsteine. Wer alle Scheiben an seinem Auto kaputt macht, gewinnt. Im Ernst? Ich bin Steinwurf-Champion. Okay. Der Verlierer muss eine Frage beantworten. Ohne Sarkasmus. Ach. Was ist das? Wahrheit oder Wahrheit? Wie du willst, ich bin dabei. Wettrennen oder abwechselnd? Ja, Volltreffer! Bam! Okay, im Wettrennen, ich verstehe. Verdammt! Ja, Buja! Ich brauche mehr Steine, schnell! Ich will keine Frage beantworten. Ja! Ich glaube, wir gewinnen. Komm schon. Und jetzt das Dach. Ha. Sehr gut. Bingo. Aber verdammt. Muss ich jetzt einmal rumlaufen? Ah, von hier. Ja, das dürfte gehen. Treffer. Einen haben wir noch, einen brauchen wir noch. Zack. Und jetzt kommt der Meisterwurf. Achtung. Hoia. Ja. Steinwurf Champion. Meins hat der härtere Fenster. Ja, klar doch, Loser. Okay, hier kommt die Frage. Ich kriege Angst. Okay, wieso bist du gegangen? Wieso bist du ausgerastet? Hat Marlene meine Mutter erwähnt? Das frage ich. Also, was sagt Marlene über meine Mutter? Nicht viel. Soweit ich weiß, waren sie schon vor dem Ausbruch Freunde. Ach, und deine Mutter war Krankenschwester. Krankenschwester? Anscheinend haben sie sich viel gestritten, waren sich aber sehr nah. Dir das bekannt vor? Stimmt. Komm, ich zeige dir dieses Ding. Fast geschafft. Ach ja, genau. Wir sind ja wegen irgendeinem Ding hier, das sie mir zeigen will. Sie hat mir, glaube ich, einen Dinosaurier versprochen, wenn mich nicht alles täuscht. Wie, es ist kein Dinosaurier. Dann werde ich aber wütend. Was machen wir hier? Ich finde es ziemlich gruselig. Ich auch. Wir dachten ja, dass nur ein Großbachteile Energie bekommen, stimmt's? Ja. Komm mal mit. Ich find's ja trotzdem ziemlich gruselig. Also, es stimmt. Die ganze Stadt hat Strom. Die haben bloß die Sicherungen umgelegt. Du musst sie nur wieder einschalten. Warum denn ich? Aber von mir aus. Das funktioniert niemals. Was habe ich gesagt? Heißt das das ganze Center hat Licht? Finden wir es raus. Aber, ist es nicht auch ein bisschen auffällig und dumm? Ich meine, ehrlich, also ich meine, jeder... Warte, ich weiß, was du vorhast. Und ich bin echt froh, dass du nicht tot bist. Ich meine, ich bin froh, dass wir wieder zusammen sind und... Hab's nicht so gemeint. All das Zeug, das ich gesagt habe, bevor ich wegging, war nicht so gemeint. Du bist so sentimental. Du Kuh, du hast angefangen. Oh Mann. Bist du bereit? Total. Aber ihr redet so leise. Ist das dein Ernst? Chris Baum? Oder was?
Oh nein, Cliffhanger! Aha, jetzt werde ich nie den mit Solar-Railguns ausgerüsteten Dinosaurier aus Gold sehen. Wie zum Teufel komme ich darauf? Jetzt bräuchten wir den Grappling Hook. Oder Captain Hook. Ich weiß nicht, ob uns Captain Hook gerade helfen könnte. Hey, Schokoriegel, der hilft uns. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen in Deckung. Hier liegt Zeug zum Plündern. Das ist kein gutes Zeichen. Also, ich finde es super, aber das heißt, glaube ich, dass das Spiel von uns will, das auch bald zu benutzen. Was haben wir denn hier? Eine Notiz. Da die Vorräte zur Neige gehen, sind Gefreiter Eugene, Alice und ich in der Hoffnung, zusätzliche Vorräte besorgen zu können, zum Ladendeck gegangen. Ladedock gegangen. Wir wurden unvorbereitet überrascht, als uns eine Gruppe von etwa einem halben Dutzend Infizierter des zweiten Stadions angriff. Ich schätze, das sind Klicker. Wir haben die Gefahr neutralisiert, allerdings erst nachdem Alice gebissen wurde. Moment, das zweite Stadium. Es gibt nämlich irgendwie, glaube ich, noch einen Unterschied zwischen den... Also das sind irgendwie noch zwei Zombie-Stufen, die aussehen wie normale Menschen. Die kann ich nicht auseinanderhalten. Ich weiß auch nicht, was der Unterschied bei denen ist, aber da gibt es wohl einen Unterschied. Naja, nach einer hitzigen Diskussion, in der Gefreiter Alice versucht, sich das Leben zu nehmen, habe ich ihn kampfunfähig gemacht. Anschließend nahm ich es selbst auf mich, gegen das Protokoll zu verstoßen. Ich isolierte die Infektion mit einem Druckverband und fand eine chirurgische Säge im verlassenen Notlager. Ich frage mich, ob das funktioniert hat. Und reinigte sie. Ich verabreichte Gefreiter Alice Morphium, bevor ich seinen Arm einige Zoll über dem Bus amputierte. Ich bin zuversichtlich, dass der Gefreite, sobald er das Bewusstsein wieder erlangt, von der Cordyceps-Infektion befreit ist. Nur, weiß nicht, ob das geht. Weiß ich wirklich nicht. Wer weiß. Ich nehme mal Zucker mit. Ah, da blinkt auch noch was. Yeah, Hanf. es sieht echt so aus, oder? Das sieht einfach aus wie oder bilde ich es mir nur ein? Ich finde schon, dass es so aussieht. Wir haben ein Medikit, aber können sonst noch gar nichts craften. Mensch. Flaschen. Brauchen wir nicht unbedingt. Aber hier hinter der Theke ist doch bestimmt noch einiges. Zucker. Flüssigkeit. Jetzt können wir uns einen Molotow-Cocktail basteln. Das mache ich jetzt auch mal. Den können wir vielleicht noch brauchen. Jetzt haben wir wenigstens mal eine offensive Waffe. Wenn auch nur eine. Also der Ziegelstein, der zählt nicht, finde ich. Aber ich nehme trotzdem den jetzt mal. Okay. Ah. Ich weiß nicht genau warum, weil es macht vom Spiel her echt keinen Unterschied, aber ich habe irgendwie lieber Ziegelsteine als Flaschen, weil ich das Gefühl habe, das ist die bessere Nahkampfwaffe. Ich weiß nicht mal, ob das in Wirklichkeit so wäre. Ich glaube, Flaschen sind auch ziemlich effektive Nahkampfwaffen. Aber, naja. Die kann man auch besser greifen. Pistolenmunition, wenn auch nur zwei Schuss, sofort nachladen. Klick, klick. Also Flaschen sind hier genug. Wir bräuchten... Also Flaschen sind hier genug. Okay. Ah, hier ist noch ein bisschen Spiritus oder sowas. Und eine halbe Schere. Ziegelsteine. Ganz viele davon. Oh oh. Rabe. Ich schaue mich jetzt da drüben auch nochmal um, bevor wir durch die Tür gehen. Die wahrscheinlich der richtige Weg ist. Ja, ja, ich weiß, wo ich hin muss, aber lass mich doch hier noch kurz mich umschauen. Guck, sonst hätte ich jetzt voll den Schokoriegel hier übersehen. Dann hätten wir den Salat. Na gut, ich glaube, jetzt sind wir einmal ziemlich gut im Kreis gegangen, oder? Das heißt, jetzt gehen wir. Okay. Noch mehr Pistolenmunition. Jetzt haben wir immerhin ein Magazin voll. 6 Schuss. Ah, gegen so Klicker sind halt 6 Schuss aus so einer Mini-Pistole auch nicht gerade die Welt. Aber gut. Ah, oh, Katze. Oh Gott.
oldest trick in the book. Ein Katzen-Jumpscare. Es ist so typisch. So ein Klischee. Aber immer wieder effektiv. Schön. Ha, ich glaube, Ellie mag kein Wasser, ne? Oh mein Gott! Ist ja kalt. Warte mal, es könnte echt sein, dass es hier weitergeht, oder? Dann gehe ich doch mal in die Tür, die da so halb offen steht. Ich weiß es jetzt nicht. Komm schon. Ah, da geht's nicht weiter. Okay. Dann gehen wir durch das scheiß kalte Wasser hier. Sie machen es nochmal mit der gleichen Katze. Ich bin nur ganz... Ich habe nur ganz leicht Angst. Nur ganz leicht. Kein Problem. Bevor ich den Generator anwerfe, kurz hier umschauen. Kann nämlich sein, dass dann irgendwas Gefährliches getriggert wird. Aber wahrscheinlich muss ich den jetzt anwerfen, damit ich hier die Tür öffnen kann. Genau. Saft. Jupp, wir haben zum Glück Saft hier. Gummibärensaft. Ein Zettel. Generatornotiz. Der Zustand des gefreiten Alice hat sich verschlechtert. Er glüht geradezu und konnte kein Essen bei sich behalten. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Vielleicht wird das Apportieren zu spät. Vielleicht verwandelt er sich, wenn ich ihn nicht beobachte und ... Das Infektionsprotokoll. Wir haben bei Officer Caulfield getan, was notwendig war. Wir... Schreibt er das wirklich so? Schreibt er dann ... anscheinend. Wem mache ich eigentlich etwas vor? Wir haben Larry ermordet. Alice hielt ich am Boden und ich erschoss ihn. Er hielt ihn am Boden und ich erschoss ihn wie einen räudigen Köter. Seine Schreie gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Regan, bitte, ich hab doch immer noch Zeit. Tu! Das nicht! Alice, was haben wir getan? Was wäre, wenn ich einfach verschwinde? Was, wenn ich mich einfach aus dem Staub mache? Es tut mir leid, Alice. Gezeichnet, Regan. Müssen wir mal gucken, wenn wir irgendwo einen einarmigen Pilzkerl finden, dann ist das wahrscheinlich Alice. Ach so, Moment mal. Generator. Kommt jetzt wieder ein Generator-Minispiel? Ja, die besten Minispiele überhaupt. Hua! Was, nach einmal schon aufgeben? Na gut, in den Tank schauen, das macht Sinn. Kein Saft. Na toll, kein Saft. Wo kriegen wir jetzt Saft her? Ah, das ist ja leicht. Bitte sag mir, dass da was drin ist. Nein, hört sich leer an. Vielleicht finde ich welches. Okay, aber wir haben immerhin einen Kanister. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Und jetzt befürchte ich, müssen wir durchs kalte Wasser platschen. Wir hätten vorher gucken. Oh, nein. Oh, Scheiße. Stalker. 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 Ist was anderes als Klicker. Stalker sind anscheinend... Ich glaube, die erste Stufe steht einfach nur rum und guckt blöd, oder? Und Stalker... Infizierte ignorieren Taschenlampen. Aha, ich wusste nicht, dass auch Stalker die Lampen ignorieren. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh. Damn it, 7 Munition. Das ist ja nochmal 7. Das ist ja mehr, als ich verbraucht habe. Cool. Gibt sogar noch eine kostenlose Heilung. Jetzt Benzin. Aber da ist noch mehr Pistolenmunition. Okay, Pistolenmunition haben wir jetzt. Mein Gott, wir haben so viel, ich kann nichts mehr mitnehmen. Luxus. Okay, durch die Tür. Und unser Benzintank ist jetzt auch voller Wasser wahrscheinlich.
Scheiße zu, sagt sie. Ah, wie wär's denn mit dem Lastwagen hier? Lea. Ach, damn it. Warum ist denn hier alles leer? Auch nichts. Woher weiß sie denn das überhaupt? Frage ich mich. Ich wüsste das nicht, glaube ich. Das dran riechen. Naja, gut, wenn es nach gar nichts riecht. Es sollte, glaube ich, schon nach was riechen, ne? Irgendwie schon. Ich glaube, das wird man schon merken. Wenn es mal lieber Wenger lauert, was? Ach, halt die Klappe. Blups, nix. Danke. So viel Heilung brauchen wir gar nicht. Und so viel Munition brauchen wir auch nicht. Jetzt bin ich wieder hier, aber wo kriege ich denn... Ich brauche doch Benzin. Dammit. Wo soll ich denn Benzin herkriegen? Hier vielleicht? Nein, da geht es scheinbar nicht weiter. Ah, ich kann hier hochklettern. Ob das Sinn macht, ist die andere Frage. Aber es geht. Ha. Hier vielleicht? Nö. Waren wir bei dem schon? Ja, bei dem waren wir schon. Ich kann mal noch bei dem Lastwagen hier gucken. Der muss doch auch irgendwo, genau. Hey, Checkpot. Okay, wie geht das? Das weiß ich auch nicht. So sieht man das in dem Film zumindest immer. Sehr gut. Ausgezeichnet. So, dann jetzt kein Wasser reinkriegen, bitte. Und dann auf zum Generator. So, dass sie immer noch voller Schnee ist, jetzt wo sie eigentlich nass ist. Na, das gefriert wahrscheinlich schon wieder. Leute, bevor wir den jetzt befüllen, machen wir hier einen Cut. Morgen wird der Generator aufgefüllt. Ciao, macht's gut. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Und wenn ihr den Kanal noch weiter unterstützen wollt, schaut doch bitte auf patreon.com/lsbr vorbei, wo ihr den Kanal schon mit einem kleinen Betrag im Monat unterstützen könnt. Und schon ab einem Dollar erhaltet ihr Zugriff auf exklusive Let's Plays nur für Patreons. Danke und ciao. Willkommen zur Generator zum Laufen bringen Simulation. The Last of Us. Remastered. Left Behind. So, meiner Meinung nach hat sie alles daneben geschüttet, aber passt schon anscheinend. Oh, wartet mal. Da leuchtet was auf der Motorhaube. Da muss ich mal noch kurz hingucken. Können wir da irgendwie hochklettern? Ah, ich glaube, ich habe eine Theorie. Lass mich mal kurz überprüfen. Vielleicht können wir nämlich von hier hinten irgendwie auf den draufklettern. Nee, aber wie soll das gehen? Können wir auch nichts verschieben oder so. Dann weiß ich es nicht. Dann starten wir jetzt den Generator. Vielleicht ergibt sich dann alles. Vielleicht kommen wir da später noch drauf irgendwie. Und wenn nicht, ist es, glaube ich, auch nicht so schlimm. Also, Generator starten wir in das Spiel. Okay, guter Anfang. Oh ja, das sieht gut aus. Einmal noch. Yes. Ich weiß nicht, kann man da irgendwas falsch machen? Oh, shit. Ja, aber echt. Oh. Oh, shit. Jupp. Elektrowasser ist nicht gut, scheinbar, für uns. Außer, das ist gar kein Elektrowasser, sondern Fungizidwasser. Durch das Kabel. Da ist Antipilz... Licht in dem Kabel. Dann tut es uns wahrscheinlich gar nichts. Aber das ist unwahrscheinlich. Deswegen lieber auf Nummer sicher gehen. Ich schau geradeaus. Alles wird gut. Alles wird gut. Nicht in das Wasser. Nein. Nicht frittiert. Nein, aber du springst auf den Truck und gehst auf die Motorhaube, wo ein bisschen Flüssigkeit liegt. Ja, ich weiß schon, also wirklich, ich weiß doch. Dann komme ich da hin?
Ich weiß nicht, aber dieses Add-on, das hat keine Geduld mit dem Spieler. Wenn man sich kurz ein bisschen umsieht, sagt es sofort, so, du gehst jetzt gefälligst da nach hinten, damit die Story weitergehen kann. Das ist hier kein Looten und Craften Add-on, das ist ein Storytelling Add-on. Jetzt machen wir weiter, dass die Geschichte erzählt werden kann. Du Arsch. So ist das Spiel nämlich. So ist das Spiel zu einem. Nach allem, was ich für das Spiel getan habe. Cool. Mir gefällt es immer in so einem postapokalyptischen Setting, dass man diese Lagerhalle betrifft und da sind, was ist das, Klimaanlagen und Rechner und Bildschirme und lauter fancy Elektrozeug, aber der wahre Schatz ist der Lappen und das bisschen Desinfektionsmittel, das da in der Ecke steht. Alles andere ist nur noch Müll. Das ist schön. Eine schöne Metapher auf unsere Gesellschaft. Aha. Kletterutensilien. Aber wo wollen wir denn hinklettern? Oder ist dahinter wieder ein Eingang? Ein Geheimgang? Ne, sieht nicht so aus. Dann klettern wir... Ah, über das geöffnete Garagentor vielleicht. Und ich stelle das hier unter, damit das Garagentor nicht nach unten klappt, wenn ich draufsteige. Keine Ahnung, ob das jetzt... Ob das stimmt, was ich mir hier zusammenspinne. Aber wäre schon cool. Warum ist denn auf einmal so bedrohliche Musik? Ich habe Angst. Ha! Tatsächlich. Ich habe es doch gewusst. Cool. Ja. Es hört sich an, als wären hier Ratten oder so. Oder irgendwas kratzt oder hämmert gegen eine Tür. So, ich befürchte, wir müssen hier runter. Mehr Pistolenmunition, die keiner braucht. Warum kannst du auch nur 20 Schuss einpacken, Ellie? Wir könnten jetzt, wenn wir hier rauskommen, ganz dick ins Pistolenmunitionsgeschäft einsteigen. Ich mache mir Sorgen. Zu Unrecht. Hier sind nur Käfige. Ich meine, Käfige sind auch nicht schön. Ich höre dich. Oh. Oh, joi, joi. Das sind viele. Komm mal her, du. Ruhig. Oh Gott, Clicky McClickington ist am Start. Ha, keiner ist gekommen. Ich habe extra noch eine... Tja, für nix und wieder nix. Kratzbaum! Mensch, für so Kratzbäume kann man Geld ausgeben. Wahnsinn, die können so teuer sein. Wir haben einen echt coolen, der auch relativ günstig war. Und ich mache ja immer wieder neue Kartonburgen und sowas für die Katzen. Aber, die brauchen natürlich auch Kratzflächen und so. Aber da kann man schon Geld ausgeben. Fällt mir nur gerade so ein. So ein Kratzbaum... Da ist man mit einigen 100 Euro schon gut dabei, unter Umständen. Dieser Bast, oder wie das Zeug heißt, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist kein Bast, aber dieses Seil, dieses Katzenkratzbaumseil, ich glaube, ist das Bast? Das ist so teuer, weil ich habe mir dann geguckt, den Baum, ich habe mir gedacht, den bauen wir einfach selber. Den bauen wir uns selber zusammen, den Kratzbaum. Aber... Ein paar Meter von diesem Seil, und die braucht man ja, um die wirklich über größere Flächen zu wickeln, ist schon teuer. Also da macht wirklich dieses Seil den Hauptpreis aus. So, aber wir kümmern uns jetzt hier erstmal um die Pilzleute und nicht um Kratzbäume. Um Kratzbäume kümmern wir uns dann, wenn wir die Katze, die wir vorher getroffen haben, hier gerettet haben. Ich glaube, das ist unser Plan, oder? Deswegen sind wir hier. Oh oh.
Uncool, uncool, Ellie, uncool. Oh mein Gott, Ellie, das war so knapp und gefährlich gerade. Weißt du das eigentlich? Hui, na dann, das hätten wir, hat sie gesagt. Das ist gut. Das heißt, hier ist keiner mehr. Ihr sechster Sinn verrät ihr das. Schnüpfel, schnüpfel die Knüpfel, schnüpfel die Knüpfel, die Knu. Ist aber auch eine riesen Tierhandlung hier, oder? Wahnsinn. Wahnsinn. Ich denke mir in so Zombie-Szenarien eigentlich immer, weil man spielt immer nur eine Person, die ist natürlich Gott im Vergleich zu allen anderen, aber trotzdem spielt man nur eine Person, die alleine halt ungefähr im Verlauf so eines Spiels 50.000 von diesen Zombies tötet. Dann denke ich mir immer, wie viel von der Bevölkerung aus so einer Stadt wurden denn tatsächlich zu Zombies und sind nicht gestorben oder haben gar überlebt? Könnte man nicht irgendwie in groß angelegten Aktionen versuchen, wisst ihr, worauf ich hinaus will? Könnte man nicht versuchen, einfach dieses Zombie-Problem in den Griff zu kriegen, indem man alle tötet? Aber echt. Nervige Kerle. Aber sind das echt nur zwei jetzt gerade? Zwei sind nicht viel. Aber ist das ein Klicker oder ein Runner? Ich glaube, das ist ein Klicker, weil der klickt so. Ah, nicht hängen bleiben, Ellie. Das war jetzt ungünstig. Wir wären schon nah an ihm dran gewesen. Komm schon. Ja. So, da war es nur noch einer. Glaube ich, oder? Der ist aber weit gekommen, der eine. Wo geht er denn lang? Check's überhaupt nicht. Wo wollen sie denn hin? Clicky McClickington. Oh oh. So, jetzt aber. Na komm, kurz stehen bleiben bitte. Ellie ist so ein krasser Killer, oder? Die beiden. Die beiden einfach. So. Die Scheißtür. Hoffentlich. Oh, ist auch überhaupt nicht laut oder so. Sehr gut. Okay, Hubschrauber. Auf geht's. Aber echt, der Hubschrauber ist so unkooperativ. Der könnte ruhig ein bisschen mithelfen. Immer noch keinen einarmigen Ghoul-Gegner gefunden, oder? Der dieser Alice sein könnte. Was haben wir da gerade aufgehoben? War das nicht irgendwie eine Notiz? Doch, eben. Wurde mir gar nicht angezeigt. Hören wir uns das mal an. Nirgends hin.
Okay. So, Hubschrauber, wo bist du gleich nochmal? Müssen wir dadurch irgendwie vielleicht, wahrscheinlich. Ah, da ist er ja schon. Wollen wir wirklich zum Hubschrauber? Ach, ich kann da hochklettern. Ich bin ein Doofi. Kaum ist mal was nicht gelb markiert. Da sind die... Oh, oh, nicht gut. Gehen wir ein bisschen am Rand, wo die Metallbalken sind. Mensch, das ist so fucking bescheuert gefährlich. Das war ein bisschen vorhersehbar, oder? Sieht gut aus. Moment, sind das die beiden? Die Soldaten sehen doch, dass hier Licht brennt. Nein, die Außenlichter gehen nicht. Woher weißt du das? Melanie von den Fireflies hat's mir erzählt. Das sieht cool aus. Hast du Lust? Yes. Aber vorher muss ich kurz da nach hinten zu dem blinkenden Hasen gucken. Seht ihr das mal an? Share. Ja, cool. Machen wir. Wie funktioniert das? Du musst einfach den Anweisungen folgen, glaube ich. Soll ich? Nein. Weißt du was? Du machst das. Oh, Themen. Was nimmst du? Nehmen wir cool. Wie sieht cool denn aus? Wo ist der Typ denn cool? Er hat eine Sonnenbrille und ist ein Häschen. Touché. Okay. Ich bleibe bei cool. Ha, okay, lächeln. Rück näher, näher, näher. Nein, keine Hasenohren. Okay, was Gruseliges. Nach vorne, nach vorne. Oh, oh, jetzt mal eine Fratze. Okay. Jetzt ein Knatschgesicht. Okay, jetzt albern gucken. Okay. Schweinsnase. Oh, schon fertig. Okay. Hey, da sind wir ja. Wir sehen bekloppt aus. Aber trotzdem super. Oh, die sehen toll aus. Was ist ein Face? Vielleicht bildet das Gesicht dann ein Buch. Oder wir drucken unsere Bilder einfach aus. Ich kann nicht fassen, dass das funktioniert. Ich weiß. Neuer Versuch. Ach. Was? Ah, oh, komm schon, verdammt! Wenn man hier gegenschlägt. Oh. Oh. Was ist jetzt passiert? Jetzt ist es kurz. Ich glaube, du hast recht. Also... Wollen wir uns weiter umsehen? Oh ja. Ja, weiter umsehen. Also jetzt gehen wir aber zum Karussell. Deswegen sind wir eigentlich hergekommen, oder? Los geht's. Sie. Wieso klingt sie denn bitte so blöd? Ja, oder? So würde ich es. Achtung! Die 6 Uhr Schicht beginnt in 10 Minuten. Okay, jetzt ich. Alle Einwohner,
müssen stets einen aktuellen Ausweis bei sich tragen. Melden Sie jegliche Anzeichen einer Infektion sofort dem zuständigen Bereichsleiter. Nicht vergessen. Untätigkeit kostet Leben. Ja, das wäre viel besser. Okay. Ja. Bist du bereit? Was machen wir? Wow, wow, wow. Riley, komm her. Nein, du schaffst das. Los. Oh Mann, das ist irre. Oh Mann. Komm schon, komm hier hoch. Setz dich neben mich. Okay, warte. Sie hat ein viel cooleres Pferd als wir, oder? Nein. Oh. Erst drin. Ich drück nochmal, bleib sitzen, ich drück nochmal auf den Knopf. Ui. Oder auch nicht. Also, ich fand's toll. Da hast du's. Oh. Ich hab da noch was. Was ist das? Was sagt der Hase zum Igel? Was ist das? Du bist so spitzfindig. Nee, oder? Du hast noch ein Witzbuch entdeckt? Was bekam der Kannibale, als er zu spät zur Party kam? Die kalte Schulter. Hier, für dich. Weißt du, du könntest glatt wieder meine beste Freundin werden. Ich meine ja nur. Ich kenn dich doch. Ich meine ja nur. Aha, mit so einem Witzbuch. Okay. Bist du bereit? Bereit. Was bestellt ein Hund im Restaurant? Bellkartoffeln. Ah! Oh, sehr gut. Der war gut. So, aber jetzt machen wir hier kurz Pause und beim nächsten Mal geht's weiter mit witzigen Witzen aus dem Witzbuch von Ellie. Ich wollte sagen, mit Witzbüchern kann man also einfach so ihre Freundschaft kaufen. Aha. Bis dann. Ciao. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Und wenn ihr den Kanal noch weiter unterstützen wollt, schaut doch bitte auf patreon.com/lsbr vorbei, wo ihr den Kanal schon mit einem kleinen Betrag im Monat unterstützen könnt. Und schon ab einem Dollar erhaltet ihr Zugriff auf exklusive Let's Plays nur für Patreons. Danke und ciao.